Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema Leben auf der Straße. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einmal ein geregeltes und ein geordnetes, normales Leben geführt haben, aber dann durch widrige Umstände des Schicksals komplett abgestürzt sind und auf der Straße leben mussten. Dann würde ich auch gerne mit Leuten reden, sofern das möglich ist, die vielleicht zurzeit obdachlos sind und auf der Straße leben und irgendwie die Möglichkeit haben, zu telefonieren. Und auch gerne mit Angehörigen von Obdachlosen. Also vielleicht mit einem guten Freund oder wenn es um einen guten Freund geht oder um ein Kind geht oder vielleicht einen ehemaligen Partner, der auf der Straße lebt. Wie geht ihr damit um, dass ein Angehöriger auf der Straße lebt? Wie empfindet ihr das? Und gerne auch mit Leuten, die mit Obdachlosen direkten Kontakt haben. Vielleicht mit Sozialarbeitern oder mit Ärzten und so weiter. Also Leben auf der Straße heißt unser Thema. Möchte gerne mit den besagten Leuten sprechen, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Leben auf der Straße. Mein erster Anrufer heute Nacht ist der Albrecht. Albrecht ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Albrecht. Hast du mal auf der Straße gelebt? Nein, ich habe nicht auf der Straße gelebt, aber ich habe 10 Jahre als Sozialarbeiter mit Obdachlosen gearbeitet, mit Heroinabhängigen gehabt. Dann weißt du wirklich rundherum Bescheid. Ja, ich denke, dass ich gut Bescheid weiß und da sehr viel mitbekommen habe, also in der ganzen Veränderung auch. Also angefangen habe ich 10 Jahre lang hast du gearbeitet. 10 Jahre habe ich das gemacht, zu unterschiedlichen Zeitabständen. Ja. Ja. Hast du den Eindruck vorab gefragt, dass es mehr Leute werden auf der Straße als früher? Also ich weiß, also ich mache es jetzt selbst seit 7 Jahren nicht mehr, aber durch ehemalige Kollegen weiß ich, dass sich die Szene verändert sich ständig. Mhm. Also momentan schätzungsweise sind es 250.000 Menschen, die in Deutschland auf obdachlos sind. 250.000. Ja. Mhm. Also das ist sehr viel. Mhm. Und man muss da auch immer unterscheiden. Es gibt also da ja auch verschiedene Gesetzeslagen. Also offiziell darf in Deutschland eigentlich niemand obdachlos sein. Mhm. Ja. Also jeder Mensch hat in Deutschland das Recht, nicht auf der Straße zu schlafen. Mhm. Das ist natürlich aber in seinem Hilfsangebot wiederum schwierig. Verstehe. Lass uns mal ein bisschen über deine Zeit sprechen, die dich ja dann sehr erfahren gemacht hat. Was waren so die erschüttertsten Eindrücke, die du in dieser Zeit erlebt hast, wo es dir, selbst dir als Profi, sehr an die Substanz gegangen ist? Also ich sag mal, als ich sehr jung war, also mit 25 angefangen habe, bei meinem zweiten Dienst, hat mir ein Obdachloser seinen Magen vor die Füße regelrecht ausgekotzt. Er hat einen Magendurchbruch gehabt, beginnt durch Alkoholismus. Hm. Und das war natürlich ein heftiges Ding. Der Mann ist auch 3 Tage später gestorben. Hm. Anschließend waren 3 Sozialarbeiter an seinem Grab. Ja. Hm. Also das war so der Einstieg in die Obdachlosigkeit, die ich mitbekommen habe. Es war sehr heftig. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren sehr, sehr viele ehemalige Fremdenlegionäre, sehr viele Leute, die aus der DDR damals in die Bundesrepublik rübergeschickt wurden, sind strafentlassen. Ah, ja. Ohne soziale Bindungen, die man hier einfach dann nicht hat aufgebaut. Waren das mehr eher ältere Leute oder auch schon sehr junge Leute? Das waren auch damals schon junge Leute. Ja, also es gab also eher ältere Leute, aber die Leute sind immer jünger geworden die letzten Jahre. Mhm. Ja. Und hast du solche Fälle auch oft erlebt, wie ich es gerade geschildert habe, dass jemand also vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte ein ganz geregeltes, normales Leben geführt hat und dann durch irgendwelche Umstände abgestürzt ist? Ja, ja. Also es ist ganz oft so, dass Menschen 10, 20, 30 Jahre teilweise ein normales Leben geführt haben. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Basis von Obdachlosigkeit, heute ist es sehr oft psychische Krankheiten von Menschen, also die nicht mehr aufgefangen werden. Und früher war es halt doch zu 95% sind Leute, die halt wirklich auch total Alkoholiker gewesen sind. Kann man sagen, dass die meisten Obdachlosen Alkoholiker sind auch? Also
hat sich ein bisschen verschoben, auch jetzt durch die neuen Hartz-Gesetze beispielsweise. Mhm. Also dadurch, dass du beispielsweise deinen Wohnraum nicht mehr bezahlt bekommst. Also wenn du jetzt überschuldet bist und dich um deine Sachen nicht mehr kümmerst, dann bist du irgendwann draußen. Mhm. Ja. Wenn du dich also auch nicht irgendwie an die Hilfsmaßnahmen von Sozialämtern oder was wendest, dann steht irgendwann bei dir der Wohnungsvermieter vor der Tür und schmeißt deine Sachen, dann bist du draußen. Aber die Frage war, ob die meisten Obdachlosen auch Alkoholiker sind. Ja, klar. Das kann man so sagen. Einfach auch so. Ja, also es ist einfach auch so. Und es ist zum Beispiel auch schwierig. Du kannst nicht den Anspruch haben, Menschen, die alkohol- oder drogenabhängig sind, dass du sagst, also du kannst jetzt, jeder Obdachlose hat per Gesetz die Möglichkeit, eine Resozialisierungsmaßnahme zu machen. Macht das denn nicht die Arbeit auch ungeheuer frustrierend, wenn man sieht, dass die Leute wirklich schwerst alkoholabhängig sind und letztendlich sie nur trinken wollen oder das hauptsächlich im Sinn haben? Also du kannst dir ganz einfach abschreiben. Also du kannst dir abschminken, mit dem Ansatz reinzugehen, die Leute therapieren zu wollen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Du musst deine Hilfe einfach sehr niedrigschwellig erstmal jetzt in der Basis arbeiten. Ja. Was war das für eine Hilfe? Welche Hilfe kann man leisten, außer eine Flasche Schnaps kaufen, wenn das denn Hilfe ist? Pass auf, das ist ja nicht die Hilfe. Ja. Also die Hilfe ist in der Tat für die meisten Leute, jetzt, ich meine, jetzt ist es warm und du kannst draußen schlafen, aber im Dezember ist es anders. Ja. Mhm. Oder bei richtig kalten Tagen, dass Leute einfach ausgehungert vor dir stehen, teilweise sich tagelang nicht waschen konnten, keine Kleider am Leib haben, dass du sie einfach nur einkleidest, ihnen Tee gibst, was du machst, ein Gespräch anbietest, Leuten anbietest, vielleicht in der Resozialisierungsmaßnahme, heißt längerfristige Maßnahmen, die erstmal von Obdachlosen anlaufen. Wie hoch ist denn die Quote, die Erfolgsquote, dass man Leute wieder rausholt? Also, was du kannst selbst sowieso niemanden rausholen, ja? Mhm. Also du kannst niemanden rausholen. Du kannst natürlich nur ein Anreger sein, Menschen. Mhm. Ja, das werden dir vielleicht auch Leute bestätigen. Okay, verstehe. Also der Entschluss muss da sein. Das verstehe ich. Das Problem für die meisten Leute ist auch, die langjährig auf der Straße sind, dass ihr ganzes soziales Umfeld die Straße ist. Ja? Also hast du Zahlen, wie viele Leute wieder zurückgefunden haben in ein normales Leben? Also ich kann dir das aus meiner privaten Statistik sagen, dass ich mit 400 bis 500 Menschen zu tun gehabt habe, von denen ich bei 4 weiß, dass sie dauerhaft stabil geworden sind. Oh, das ist wenig. Aber es ist immerhin etwas. Also gibt es mehr Frauen? Natürlich habe ich das auch nicht verfolgen können im Detail. Jetzt verstehe. Gibt es mehr Frauen oder mehr Männer auf der Straße? Das ist auch wieder ein Problem, weil die Obdachlosenheime grundsätzlich erstmal nur für Männer zugänglich sind. Mhm. Ja. Also in jeder Stadt gibt es ein Obdachlosenheim oder in jeder Gemeinde. Ja. Das heißt aber, da sind nur Männer zugelassen. Ja. Ja. Frauen sind dort nicht zugelassen. Also die Frauenobdachlosigkeit ist ein Tabuthema. Ich vielleicht dachte, eine Frau. Aber es gibt Frauenobdachlosigkeit, natürlich, man sieht sie ja. Obdachlose Frauen. Wobei natürlich eine obdachlose Frau eher die Möglichkeit hat, in irgendeiner Eckkneipe zu stehen und mitzusaufen und mit irgendeinem Typ mitzuziehen. Ja. Ja. Also das ist wahrscheinlich die Realität von vielen Frauen. Ist das, ich frage dich einfach so wirklich, bitte halt von deiner Erfahrung zu hören, die obdachlosen Frauen, sind die dann auch dem Alkohol so stark verfallen wie die obdachlosen Männer? Also ich habe natürlich auch dementsprechend wenig obdachlose Frauen mitbekommen. Ach so, mehr obdachlose Frauen, die eigentlich massive psychische Probleme gehabt haben. Mm. Ja. Aber auch natürlich Frauen, die stark getrunken haben. Ja. Und aber was ich noch sagen wollte, was ich ganz interessant fand, wir haben also vor 10 Jahren selbst mal dann uns entschieden, in Berlin mit mehreren Kollegen 14 Tage als Obdachlose zu leben. Ach, ja. Das ist ja interessant. Und, das haben wir so von November bis Dezember gemacht. Mhm. Und da haben wir also einen Tagessatz von 12 D-Mark. Das war der damalige Tagessatz, den sich jeder Obdachloser täglich beim Sozialamt abholen. Also unter den Bedingungen wie die anderen habt ihr auch nicht nach Hause in die Wohnung zu gehen, mit 12 Mark sein 3 Tage gar kein Geld zu haben. Ja. Ja, also auch mit Platte machen, mit Schnorren und solchen Geschichten. Ja. Dass wir das selbst einfach mal ausprobieren haben. Was ist das Resümee, was du gezogen hast nach diesen Wochen? Das war erschütternd. Erzähl. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht mit irgendjemandem rumgezogen bin, wenn ich einen Kumpel gehabt habe oder was. Also du wirst eigentlich
wenn du mal den ganzen Tag dich auf eine Fuß in die Fußgängerzone setzt, mhm, und ein Schild schreibst, hab Hunger und wartest mal, also ich habe vielleicht 10 Mark bekommen in 10-11 Stunden. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt nicht massiv gebettelt, das habe ich dann auch mal gemacht. Du sagst, das Resümee war erschütternd, inwiefern? Ja, weil die Leute dich beschimpfen. Ja, also die Leute beschimpfen dich, also du musst eigentlich aufpassen, dass du nicht noch aufs Maul geschlagen bekommst. Ich könnte mir vorstellen, einmal die Beschimpfung ist ja schlimm, aber dann auch diese nonverbale, also unausgesprochene Verachtung oder dass man überhaupt nicht wahrgenommen wird von den meisten Leuten wahrscheinlich. Das ist auch sehr schlimm. Die laufen einfach vorbei. Ja, genau. Das ergibt sich eigentlich. Mhm. Also das Problem ist einfach auch, wenn du, es war ja auch kalt, ja, mhm, also die Entscheidung, schläft man bei einer Notschlafstelle mit 20, 30 Leuten, da schläft man draußen. Also ich habe es dann sogar vorgezogen, draußen zu schlafen. Mhm. Ja. Was war das Schwierigste für dich in der Zeit? Also das Schwierigste war in der Tat die Tage, in denen ich mich morgens entschieden habe. Ist ganz banal, kein Frühstück gemacht habe. Ich meine, ich war Raucher, bin ich immer noch, und Hunger gehabt habe. Mhm. Ja, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich eine Mark 80 oder was hatte und eine Currywurst kostet 4,20 Mark, mhm, ja, mit Pommes. Mhm. Und ich wollte also diese 4,20 Mark zusammen betteln, mhm, und einfach den Geruch von, mhm, Currywurst und Pommes. Aber das finde ich ja toll, dass ihr das gemacht habt, denn so kommt, ja, nur so kann man sich wahrscheinlich wirklich hineinversetzen, annähernd, ein wenig hineinversetzen, ja, in die Lage der letztendlich, Leute. Letztendlich ist es ja auch nur ein kleiner Abklatsch von dem, was die Menschen, mhm, erleben. Ja. Ja. Weil der Großteil der Menschen hat natürlich seine Geschichten hinten dran. Ja. Ja. Du bist aus dieser Arbeit herausgegangen, auch weil du es nicht mehr hast verkraften können? Oder? Also ich sag dir mal ganz ehrlich, der Hauptgrund, das ist auch ein Hauptgrund von Sozialarbeit, wenn man so niedrigschwellige Angebote macht. Ich bin auch wegen der Bürokratie rausgegangen. Mhm. Ja. Also wenn du beispielsweise jemanden hast, es geht manchmal nur um banale 70, 80 Mark, damals, mhm, in D-Mark-Zeichen, um jemanden in seine Heimatgemeinde zurückzuschicken. Mhm. Ja, weil die für ihn zuständig sind, die kriegst du aber nirgendwo hin. Ja. Und du darfst die Leute nur 3 Tage behalten. Ja. Auf der anderen Seite werden 40, 45 Mark am Tag bezahlt, dass du in Notstand. Ja, da kann man verzweifeln an, das glaube ich. Was machst du heute, Albrecht? Also heute mache ich eigentlich so Sachen, dass ich Konzepte schreibe für soziale Einrichtungen. Also ein ganz anderer Bereich. Aber ich habe halt sehr viel Erfahrung gesammelt. Also ich danke dir für den Einblick jetzt von dieser Warte aus. Und ich glaube, wir erahnen, was für eine schwierige und wichtige Arbeit das ist, die du da geleistet hast und die viele andere Leute auch in diesem sozialen Bereich leisten. Ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht auch was sagen. Also ein Vorurteil ist von Leuten, was ich immer wieder höre. Wenn ihr Leute seht auf der Straße, ja, also ich mache es also vorwiegend so, die meisten rauchen, ich frage mal, willst du ein Päckchen Tabak, ja, mhm, oder ich gebe denen konkret was zu essen. Mhm. Ja. Das ist oft eine Hilfe, das ist mehr Hilfe, wie jemandem beispielsweise 2 Mark zu geben. Mhm. Oder 2 Mark, ja, zu geben. Das ist ein guter. Also nur mal so für Leute, die an Leute vorbei, ja, gehen, geht mal vorbei, freuen sich extrem, wenn ihr was sagt, hier, nimm mal, und weil sonst wird es natürlich ganz oft ganz schnell. Ja. Guter Tipp, vielen Dank, Albrecht, und okay, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt Leben auf der Straße. Jetzt haben wir gerade so die andere Seite der Betreuung quasi, aus Sicht der Betreuung gehört. Ich würde aber gerne direkt auch mit Leuten reden, die schon mal auf der Straße gelebt haben, die vielleicht mal ein ganz normales Leben gelebt haben und dann aus widrigen Umständen abgestürzt sind. Vielleicht sogar mit dem einen oder anderen, der zurzeit auf der Straße lebt. Auch gerne mit Leuten, deren Angehörige oder Freunde oder ein Angehöriger, ein Freund, ein Kind, ein Ex-Partner gerade auf der Straße lebt und ihr vielleicht auch gar nicht wisst, wie ihr euch dazu stellen sollt und wie ihr euch verhalten sollt. Leben auf der Straße, das ist unser Thema. 0800 220 5050 oder ihr mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Bitte unbedingt in die Mail auch eure Telefonnummer reinschreiben. Hier ist die 17-jährige Sabrina. Sabrina ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabrina. Du hast mich angerufen zu dem Thema Leben auf der Straße. Warum? Weil mein Verlobter zurzeit auf der Straße lebt. Ich habe nicht verstanden, sag nochmal. Mein Verlobter lebt zurzeit auf der Straße. Dein Verlobter lebt auf der Straße? Ganz genau. Wie alt ist der Verlobte? 20. Ja. Wie lange seid ihr beiden schon zusammen? Fast 10 Monate. Ja. Und die ganze Zeit lebt er auf der Straße? Nee, erst seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, gut. Weil er ziemliche Probleme mit seinem Stiefvater zu Hause hatte. Ja. Und seine Mutter selber anschlussbar ist. Ja. Und sie ihn jetzt halt nicht mehr zu Hause haben will. Mhm. Und er auch nicht die Möglichkeit hat, sich eine eigene Wohnung zu nehmen, weil er an seine Unterlagen nicht kommt, keine Bewerbung schreiben kann, dadurch keine Arbeit findet. Er kommt nicht an die Unterlagen? Wo sind die denn? Bei seiner Mutter.
Und die Mutter rückt die Unterlagen nicht raus? Nein, nix. Ach, was ist das denn? Was ist denn da los? Die blockiert dem Jungen alles, was er irgendwie tun könnte? Ganz genau. Bitte? Ganz genau. Mhm. Lebt er in deiner Stadt oder in deinem Ort, wo du wohnst, auf der Straße? Nee, in der Nachbarstadt. In der Nachbarstadt. Mhm. Wie sieht sein Leben aus? Du wirst es wissen. Erzähl mal. Ja, halt morgens halt fährt er von Dortmund nach Witten rüber. Wo schläft er denn? Der klümmelt sich durch, entweder halt auf der Straße oder bei Freunden oder im Garten von seiner Tante. Und halt morgens fährt er dann halt nach Witten runter, wo ich wohne. Wartet dann, bis ich zurzeit in meinem Praktikum von der Arbeit da bin. Dann ist er meistens, je nachdem wie ich Schicht habe, von bis um 10 oder bis um 12 bei mir. Abends? Und ja. Und fährt dann halt zurück nach Dortmund und was er dann macht, weiß ich nicht. Du hast keine eigene Wohnung? Nein. Nein, du wohnst bei deinen Eltern noch? Genau. Und das ginge nicht, dass er da für eine Weile bei euch unterkommt? Haben wir schon versucht, aber meine Eltern gehen zur Zeit auf Stur, weil er arbeitslos ist. Ach so, die wollen das nicht. Was für eine schlimme Situation für euch. Ja. Wie macht er das mit Waschen und Essen? Wo kriegt er das her? Und wo wäscht er sich? Ja, waschen heimlich, wenn meine Eltern nicht da sind. Weil die eigentlich gerade bis immer in der Woche auf dem Hundeplatz sind. Und Essen finanziert er sich halt A von der Diakonie, wo er jeden Freitag Geld kriegt, und B finanziere ich ihm das. Also du steckst ihm da schon mal ein bisschen was zu oder gibst ihm Geld, dass er sich was zu essen kaufen kann. Genau, ganz genau. Wie ist sein seelischer Zustand? Wie geht's ihm? Eigentlich ziemlich gut. Wir streiten uns zwar seitdem, das ist ziemlich viel. Ich wundere mich jetzt, also es geht ihm gut. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, der hängt völlig durch und ist ganz verzweifelt. Er überspielt das. Nimmt er Drogen, um damit besser zurande zu kommen? Nein, gar nicht. Auch kein Alkohol? Ab und an nur am Wochenende, aber sonst ist mir da auch nichts bewusst. Ja. Also auch noch nie bewusst was aufgefallen. Und du weißt, du sagst, wenn er dann abends von dir wegfährt, dann weißt du nicht, was dann passiert. Du hast gerade ja aufgezählt, wo er eventuell dann schlafen kann. Jetzt ist es warm, da ist das Problem vielleicht nicht so groß, wie wenn es kälter ist oder gar im Winter. Kriegt er von irgendwie gar nichts vom Staat, keine Sozialhilfe, gar nichts, irgendwas? Gar nichts. Schnorrt er viel? Nee, wir machen das eigentlich, also ob er viel schnorrt, weiß ich nicht. Also meistens machen wir das so, weil ich halt viel, ziemlich viel so Wasser und so trinke, dass er dann die Pfandflaschen einpackt und die morgens dann wegbringt. Oder halt so Flaschen sammelt, so unterwegs. Verstehe. Aber schnorren selber halt, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt nie dabei mitgekriegt oder so. Du sagst mir gerade, dass deine Eltern das nicht zulassen, dass er eine Weile bei euch wohnt. Hättet ihr denn genug Platz in der Wohnung oder im Haus? Hättet ihr? Also ich wohne in der Schule. Und wir haben genug Platz. Mein Zimmer ist riesengroß. Ich habe ein Zwei-Mann-Bett. Und deswegen, also er schläft dann noch tagsüber hier. Ja. Wenn er nachts dann zu kalt ist und so. Die hat auch eine Decke von mir mitgenommen, allen Pipapo. Ja. Du sagst, du wohnst in einer Schule. Ist dein Vater Hausmeister da, oder? Ja. Ach so. Ja. Also das wäre gar kein Problem von den Räumlichkeiten. Hausmeisterwohnungen sind ja in der Regel nicht so ganz klein, dass man da irgendwas drehen könnte. Verbieten dir denn deine Eltern den Kontakt gar? Oder sagen sie nur, er kommt uns nicht ins Haus? Er kommt uns ins Haus, aber er schläft hier nicht. Also sie sagen nicht, du sollst den Kontakt ganz abbrechen? Nein. Das nicht? Also mein jetziger Verlobter ist halt wirklich der Erste, dem meine Eltern auch vertrauen, den meine Eltern richtig ins Herz geschlossen hatten, weil ich halt vorher immer nur so, von aber Sabrina, bis Alkohol alles durch hatte. Aber umso schlimmer, dass sie dann nicht sagen, Mensch, wir helfen dem jungen Kerl, er kann eine Weile hier schlafen, bis er wieder Fuß gefasst hat. Das haben sie eine Zeit lang gemacht, aber bei uns zu Hause ist halt das Problem, dass wir finanziell ziemliche Probleme haben. Und das ist so schon schwer, vier Leute durchzufüttern. Und dann noch einen fünften, das schaffen wir finanziell ja nicht. So, jetzt sagst du, 6 Monate, ne, sagst du, ist er auf der Straße. Ja, ungefähr. 6 Monate. Wie soll es weitergehen? Was denkt er sich? Was denkt ihr euch? Ich versuche zurzeit irgendwie an seine Mutter ranzukommen, damit wir in die Unterlagen kommen. Ich
meine, er hat jetzt sowas wie einen Nebenjob auf der Kirmes. Ja. Kriegt er dann für 2 Tage 100 Euro. Ja. Aber die gehen dann auch für frische Anziehsachen, Essen, Trinken, ja, ein Pipapo drauf. Sag mal, die hätten dann auch knapp 3 Tage. Um welche Unterlagen geht es denn, die die Mutter unter Verschluss hält? Was Zeugnisse, Arbeitsverträge, die er benötigt. Was für einen Schulabschluss hat er? Gar keinen, der ist nach 8. Klasse abgegangen. Ach so. Na gut, dann ist er auch nicht viel an Unterlagen. Hat aber eine Ausbildung abgeschlossen als Sicherheitsdienst. Ach so. Als was? Sicherheitsdienst. Das kann man als Ausbildungsberuf lernen? Mhm. Und die Ausbildung hat er abgeschlossen und die Unterlagen sind auch immer noch bei der Mutter. Ganz genau. Das ist ja wirklich ein Unding. Wieso gibt die diese Sachen nicht raus? Weil die aufs Stuhl geht. Kann man da nicht irgendwas erzwingen? Ich weiß nicht. Müssen wir mal hier im Hintergrund nachdenken, was man da machen könnte. Ja. Ich versuche zurzeit an die Mutter ranzukommen. Mhm. Aber ich taste mich da nur ganz langsam vor, noch, dass ich endlich mal was erreiche. Halt über seine Cousine, die da mit ihm redet. Mhm. Oder über seine Tante, die da mit ihm redet, weil er das selber auch nicht versteht. Ja. Nur wird die Tante von ihrer eigenen Schwester halt unter Druck gesetzt, dass er aber dann schlafen kann. Ja. Wie ist das eigentlich eskaliert, dass er dann auf die Straße gegangen ist, geflogen ist? Ja, die Mutter, also sein leiblicher Vater ist verstorben. Mhm. An Alkohol. Ja, kannte ihn aber auch nicht. Mhm. Und sein Stiefvater und er haben sich eigentlich so gut wie nur gestritten. Mhm. Also es kam wirklich so weit, dass die dann beide mit dem Messer voreinander standen, sich geschlagen haben, blaue Augen, blutige Lippe, alles. Und dass der Stiefvater dann die Mutter wohl so unter Druck gesetzt haben muss, dass sie gesagt hat, du kommst bei mir nicht mehr ins Haus rein. Mhm. Das heißt, er, obwohl er 20 Jahre alt ist, hat er dann schon noch bis zum Schluss dann bei seinen Eltern oder bei dem Stiefvater mitgewohnt. Ja. Ja. Mhm. Hatte er denn auch nach der Ausbildung eine Weile schon in dem Beruf gearbeitet oder war er da auch schon arbeitslos? Nee, hat er. Hat er. Und ist er durch die Obdachlosigkeit jetzt auch aus dem Beruf rausgeflogen? Ja. Ja? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Also eine Verkettung von schlimmen Sachen, die dann immer weiter nach unten geführt haben. Ganz genau. Hm. Hast du Hoffnung, dass ihr das bald, du hilfst ihm ja auch sehr, oder dass er das doch irgendwie auf die Reihe kriegt in den nächsten Monaten? Oder im Laufe dieses Jahres zumindest? Ja, die habe ich. Die habt ihr? Auf jeden Fall. Mhm. Ist er denn so ein Typ, eher so ein Kämpfertyp, der sagt, ich werde es schon irgendwie schaffen, oder ist er eher ein Typ, der durchhängt? Nee, eher der Kämpfer. Eher der Kämpfer. Mhm. Ja. Sabrina, ich würde gerne mal, dass du nochmal kurz ein paar Worte mit meinen Mitarbeitern sprichst. Vielleicht haben wir noch eine Idee wegen dieser Unterlagen, ob man da irgendwas machen kann. Vielleicht haben wir da zumindest eine Möglichkeit, dir noch eine Info zu geben, wohin ihr euch wenden könntet, um da irgendwas zu drehen. Ja? Dann wünsche ich dir und vor allen Dingen natürlich deinem Freund alles Gute und dass er wieder auf die Füße kommt und dass alles gut wird. Ja, danke. Alles Liebe, Sabrina. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt Leben auf der Straße. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die auf der Straße gelebt haben, die vielleicht zurzeit leben, mit Angehörigen, so wie wir es gerade gehört haben von Sabrina, mit Angehörigen von Obdachlosen und vielleicht auch mit Leuten, die beruflich mit Obdachlosen zu tun haben, wie wir das am Anfang im Gespräch mit Albrecht dann auch gehört haben. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Thomas ist hier, Thomas ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Hier ist der Thomas aus dem Mülheim. Ja. Ja, ich habe 3 Jahre auf der Straße gelebt. 3 Jahre? Wie lange ist das, liegt das zurück? 9. Jahr jetzt. Also bis vor 9 Jahren? Ja. Ja. Wie kam es? Wie hast du vorher gelebt, bevor du auf die Straße kamst? Ja, ich bin homosexuell und ich habe mit meinem Lebenspartner zusammengelebt und wurde nach 10 Jahren krank. Also ich habe dann Stimmen gehört, also dann eine Psychose bekommen. Ich wusste damals nicht, was es war. Ja. Aber du hattest auch einen Beruf, einen ganz normalen Beruf? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe Reinigungskraft war ich damals gewesen. Reinigungskraft? Gebäudereinigung. Ja. Und ich wusste damals nicht, was es war mit mir. Und dann fing ich an zu trinken und wollte mich da irgendwie selber helfen wohl. Mhm. Und mein Lebenspartner kam da gar nicht mehr mit klar. Der hat erst über ein Jahr versucht, mich davon wegzukriegen. Mhm. Aber du bist nicht zum Arzt gegangen, zum Psychiater? Nein, gar nicht, weil ich kannte sowas nicht. Mhm. Ja. Und hast angefangen zu trinken?
angefangen zu trinken. Ja. Und dachte, es geht irgendwann mal wieder weg. Und es wurde immer mehr und dann wurde es eben zur Sucht dann. Und mein Freund hat sich dann von mir getrennt. Und hattest du da noch deinen Beruf? Nein. Der war auch schon weg. Also Beruf weg? Ich habe ja während der Arbeit dann auch angefangen zu trinken. Verstehe. Und dann kam die erste Abmahnung, zweite und dann war Feierabend. Also Beruf weg, Partner weg. Ja. Und eine seelische Erkrankung. Ja. Plus ein Alkoholproblem. Genau. Da war die Wohnung dann auch bald weg. Die war dann auch kurz oder lang weg. Mhm. Ich stell mir, erzähl mal, wie das, was, wie, was, das stelle ich mir so sehr, sehr, sehr bedrückend vor. Wenn man dann zum ersten Mal den ersten Tag, die erste Nacht draußen verbringt, wie ist das? Ja, schlimm, einfach grausam. Wo geht man da hin? Was macht man dann? Wo läuft man rum? Ich versuche erstmal Kontakt mit anderen Obdachlosen, also so habe ich es gemacht. Mhm. Und geguckt, dass ich irgendwie eine Schlafmöglichkeit kriegte. Mhm. Tja, und dann habe ich einfach nur noch getrunken, da ich gar nicht mehr so viel mitgekriegt hatte. Also schwerst alkoholisch. Ja, ich habe manchmal so getrunken, dass ich einfach umgekippt bin. Also wahrscheinlich meistens dann Schnaps, also harte Sachen. Ja. Mhm. Wo hast du in der Regel geschlafen? Ja, meistens auf Baubuden, die offen waren, oder hier auf Baustellen. Und ist im Winter doch alles ein Problem. Wie macht man das, wenn es wirklich richtig kalt ist? Gut, es ist nicht mehr so ganz kalt bei uns, aber manchmal ja doch noch. Ja, man... Ich war dann mit einem Kollegen zusammen, also auch ein Obdachloser, und wir sind dann einmal eine ganze Nacht nur gelaufen, damit wir nicht erfrieren. Da war echt saukalt an den Tag gewesen und die Nacht. Wie viel Unterstützung bekamst du von Seiten des Staates? Also, ja, jetzt ja, aber davor nichts. Also während dieser Obdachlosigkeit, wie viel Geld hast du da bekommen? Ich hatte überhaupt nichts mehr bekommen. Ich habe mich um gar nichts mehr kümmern können. Mhm. Ich war... Also du hast wirklich absolut null Einkünfte gehabt? Ja. Null. Ich habe gebettelt, ich habe geklaut, das gebe ich auch heute zu. Also ich habe zwischendurch mal mit Leuten geschlafen für ein paar Mark. Und ich habe aus der Mülltonne gegessen. Also man kann sagen, du warst so weit unten, weiter geht's gar nicht mehr. Nein, es geht gar nichts mehr. Also. Und man darf ja nicht vergessen, du warst ja währenddessen auch noch schwer seelisch, psychisch erkrankt. So war es. So, drei Jahre in einem solchen Zustand zu leben, ist eine verdammt lange Zeit, stelle ich mir vor. Ja, also es war auch die Hölle für mich. Also war es zwischendurch mal so, dass du dachtest, ich nehme mir das Leben, ich kann nicht mehr? Also ganz zum Schluss, da habe ich gedacht, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ging nichts mehr und ich habe dann weiß nicht warum, ich bin zu meinem Schwager damals gelaufen, habe ihnen alles erklärt und er sagte, entweder hörst du auf oder machst weiter und machst dich kaputt. Mhm. Entscheide dich selber. Mhm. Sagte, wenn du aufhörst, helfe ich dir. Ich hatte keine Papiere, nichts mehr. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt musst du tun. Also der Schwager hat gesagt, wenn du es ernst meinst, helfe ich dir. Ja. Und hat er Wort gehalten? Ja. Wie war das dann so aus diesem absoluten Tief, in dem du drin warst, dann rauszukommen? Hast du es von heute auf morgen gemacht? Oder welche Schritte waren das? Ich bin damals zum Psychiater gegangen. Mein Schwager war dann mit. Aber man kriegt ja wahrscheinlich auch nicht so schnell einen Termin ich sag mal wirklich, wie es ist, als stinkender, nicht gewaschener Obdachloser bei einem Psychiater. Hat der Schwager das organisiert? Er hat das alles irgendwie. Ah, ja. Also er ist erst zum Amt gegangen. Ich war ja nicht mehr krankversichert. Mhm. Und dass ich erstmal versichert war. Ja. Und dann hat er den Arzt angerufen, dass er auch sehr dringend war. Und glaube, nach zwei Tagen konnte ich nach ihm hinkommen. Ja. Ja, und er hat mir dann erstmal eine Einweisung gegeben von Entgiftung. Mhm. Die habe ich dann auch kalt gemacht. Kalt heißt also? Ohne Mittel. Ohne Mittel? Mhm. Ja. Ohne abdämpfende Mittel, sondern du hast es ausgehalten. Ich habe es ausgehalten. Was wahrscheinlich nochmal eine Hölle war für dich. Ja. Wie lange hat der kalte Entzug angedauert? Also, glaube eine Woche. Also die vier Tage, die waren die Hölle einfach. Du warst da in einer Klinik? Ja. Ist man dann in einem Einzelzimmer, in einer eigenen Zelle oder wie? Nee, also es war ein Doppelzimmer. Mhm. Aber der neben mir lag, der konnte überhaupt nicht schlafen. So muss ich da rotiert haben. Mhm. Mhm. Beschreib mal Leuten, die das nicht so kennen, was ist ein kalter Entzug? Welche Qualen macht man da durch? Ja, Schweißausbrüche, Zittern, Krämpfe und dann manchmal auch so Vorstellungen, was alles abgelaufen ist. Man wird dann irgendwie ein bisschen klarer und total schlimmer irgendwie. Mhm.
So, jetzt warst du da in der Klinik. Wie ging es weiter? Tja, und dann bin ich zur Selbsthilfe gegangen. Meine Schwager hat es herausgesucht. Und die hat mir dann von einem Suchthaus erzählt. Mhm. Dann war ich da erstmal. Und dann hatte ich meinen Alkohol so weit im Griff, dass ich nicht mehr trinke. Mhm. Und dann mussten wir erstmal gucken, dass ich da wegen der Psychose weiterkam. Mhm. Ja, und dann haben wir erstmal so im anderen Haus umgeguckt, da weitergelebt. Ja. Tja, und dann wurde es immer stabiler, stabiler. Ja. Ja, dass ich dann schon mal erst jetzt in der WG wohne. Mhm. Mhm. Tja. Und würdest du sagen, dass du heute wieder richtig mit beiden Beinen im Leben stehst? Okay, ich habe noch an Sachen zu knacken. Also ich mache ja auch zurzeit auch noch eine Traumatherapie. Ja. Aber ich hatte damals auch eine gesetzliche Betreuung beantragt. Die habe ich schon aufgelöst. Mhm. Wie ist das denn? Also alleine regel jetzt wieder. Ja. Mittlerweile. Wohnst du denn im Moment auch noch in einer WG oder hast du eine eigene? Ja, ich wohne noch mit einer Mitbewohnerin, die damals auch im Haus gelebt hat. Wir haben zusammen eine WG aufgemacht. Verstehe. Mhm. Aber da sieht man mal, du hast gerade, glaube ich, gesagt am Anfang unseres Gespräches, du bist 9 Jahre schon wieder raus aus der Gosse. Ja. Wie lange das dauert, um wieder einigermaßen stabil zu werden? Ja, das ist ein langer Weg, ja? Aber man schafft es. Man schafft es wieder. Hast du denn auch mittlerweile wieder eine Beschäftigung? Ich bin jetzt in so einer Psychobehindertenwerkstatt erstmal. Ah ja. Und wenn so weiterläuft, kann ich ein Praktikum machen, dass ich wieder im Berufsleben reinkomme. Mhm. Ja, Respekt, Thomas, Respekt, Respekt. Das ist eine große Leistung, die du da hingelegt hast. Und du hast die Hand genommen, die man dir gereicht hat, nämlich die Hand deines Schwagers. Ja. Und das andere hast du selbst machen müssen. Und deshalb, ja, er sagt, das hast du geschafft. Leider lebt er nicht mehr. Er ist vor 5 Jahren verstorben. Das war dein Lebensengel, ne? Ja. Mhm. Hattest du denn mit diesem Mann früher auch schon einen engen Kontakt? Oder wie kam das? Nein, das? Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum ich da hingegangen bin. Ich weiß es nicht. Hat der Mann aber eine gute, große Tat getan in seinem Leben. Zumindest diese, die wir es kennen, viele anderen vielleicht auch noch, die wir es nicht kennen. Ja, ich dachte, ich hatte ja sonst keine Unterstützung mehr. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht mal nach meinen Eltern gegangen. Mhm. Weil da habe ich ja überhaupt keinen Kontakt jetzt mehr, möchte ich auch nicht mehr. Weil da habe ich auch manchmal gefleht und getan und da kam auch nichts rüber. Und ja. Gab es denn sonst damals, als du dann in die Gosse abgesunken bist, gab es sonst keine Freunde, Näheren, die vielleicht dann auch noch ein bisschen versucht haben, dir zu helfen, aber es hat nicht funktioniert? Ja, ich hatte mich auch nicht mehr gewaschen. Ich war dann bei ein paar Leute und die dachten, Thomas, willst du, dass du wieder im Griff kommst, du stinkst und machst und verstehen kannst auf eine Art. Ich habe heute mit 2 Mann wieder Kontakt, also die sind so stolz auf mich, ich dachte, Thomas, guck mal, was du geschafft hast hier. Mhm. Da kannst du auch stolz drauf sein, finde ich. Ja, bin ich auch. Also wirklich. Kannst du im Nachhinein noch rekonstruieren, warum du damals die Entscheidung getroffen hast, ich gehe jetzt mal zu dem Schwager? Ich denke, das war halt so ein Gefühl, weil ich sage, wenn, dann kann er mir nur helfen irgendwo. Wahrscheinlich wäre das so eine Intuition, wenn jetzt nicht, dann sterbe ich. Ja, ja, weil ich war so, weil ich habe gesagt, entweder kriege ich jetzt Hilfe oder ich bin immer ein Stück und hänge im Keller irgendwo auf und der sagt, Thomas, du musst dich entscheiden. Du musst das wollen, nicht ich. Thomas, wenn du heute über die Straße gehst draußen und siehst Obdachlose, was denkst du dann? Tja, schade. Wenn sie jemanden hätten zum Helfen, das weiß ich nicht. Das ist schade drum einfach. Mhm. Hast du schon mal so einen? Jeder Alkoholiker oder jeder, der auf der Straße liegt, hat auch seine Geschichte irgendwo. Mhm, natürlich, klar. Und verspürst du schon mal so? Ich habe gesehen, da wurde einer angegriffen von einer anderen Frau, der Bettler, gearbeitet und so. Mhm. Ich bin da bald hochgegangen. Also verspürst du denn schon mal irgendwie so einen Anreiz, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich habe die ganze Scheiße selbst erlebt, ich helfe dir jetzt? Oder? Ja, da bin ich mir noch sehr unsicher, weil da kann man, die müssen von ganz alleine kommen, denke ich. Mhm. Es kann auch jeder schaffen, denke ich auch. Es kann jeder schaffen. Mhm. Ja, es ist hier auch ein bisschen schwierig, weil du ja selbst noch nicht so ganz hundertprozentig stabil bist. Nicht, dass dich das dann auch wieder umhaut oder. Ja, aber es ist halt stabil. Also ich habe eigentlich mein Leben eigentlich so weit im Griff. Also ich bin wieder in der Partnerschaft und ich habe meine Betreuung, die letzte, die hebe ich jetzt Ende des Monats auf. Also ich finde das wirklich rundherum toll, Thomas. Also ich glaube, das, was du erfahren hast, da könntest du Bücher drüber schreiben, ne? Was ja, du ja, erlebt das, hast da. Das
Das macht jeder, aber warum schreibt sie nicht mal darüber? Ne? Also, ich beglückwünsche dich und gratuliere dir, dass du das so toll geschafft hast und wünsche dir jetzt für den kleinen letzten Rest, der jetzt noch ansteht, natürlich auch alles Gute von Herzen und alles Glück überhaupt. Schön, dass du angerufen hast. Ich denke, soll jeder versuchen, dein Leben wieder im Griff zu kriegen. Es geht, wenn man will. Unbedingt. Und du bist der beste Beweis dafür. Genau. Danke. Schönen Dank. Danke für den Anruf. Tschüss, Thomas. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Leben auf der Straße. Und ich bin verbunden jetzt mit dem Patrick. Und Patrick ist 18 Jahre alt. Hallo, Patrick. Ja, hallo. Hallo, Patrick. Leben auf der Straße. Lebst du auf der Straße? Ja, ich lebe zurzeit auf der Straße. Also es ist so, dass ich ab und zu bei Freunden pennen kann, aber ja, schon des Öfteren bin ich draußen. Und wie lange bist du schon obdachlos? Seit Dezember 2007. Seit Dezember 2007? Ja. Wie ist es dazu gekommen, Patrick? Ich hatte eine Heimkarriere. Ja, Karriere kann man es nicht ganz nennen. Also ich war ein halbes Jahr in einem therapeutischen Heim in Gießen. Mhm. Eben bis zu dem Dezember und bin dann dort, ich glaube, genau am 1. Dezember rausgeflogen. Rausgeflogen? Ja. Warum? Hast du irgendwas angestellt? Ja, es gab schon des Öfteren Differenzen und ich habe dann halt irgendwie meinen Frust, der sich dort aufgestaut hatte, öfters irgendwie auch mit Alkohol betäubt. Mhm. Und das haben die dort nicht gerne gesehen. Gab es auch Randale, die du gemacht hast? Ja, weniger. Also eher Diskussionen mit Betreuern und... Aber irgendwann war das Maß voll und haben die gesagt, hier, Patrick, das war's jetzt, tschüss. Ja, genau. Und das war dann für dich auch von heute auf morgen, dass du auf der Straße gesessen hast? Ja. Hm. Wie schlägst du dich so durch? Du sagst, du schläfst schon mal bei dem einen oder anderen, den du so kennst. Aber erzähl mal so ein bisschen von deinem Alltag, wie die Tage so ablaufen. Also mein Alltag ist... hat sich stark geändert. Am Anfang habe ich Tagessatz bekommen auch. Wie viel ist das? Das sind 11,50 Euro, also es kommt im Monat auf das normale Hartz-IV-Geld. Ja, wo kriegt man das täglich ausgezahlt oder wie geht das? Ja, normalerweise täglich. Also bei mir ist es mittlerweile monatlich, weil ich Schüler war und nicht täglich kommen konnte zu der Uhrzeit. Hm. Das wird dann bar ausgezahlt? Ja, genau. Ja. Ja. Und ja, von dem Geld lebe ich eigentlich soweit ganz gut, also es geht einigermaßen. Das kann ich nicht so schnell gerade ausrechnen. Wie viel sind das im Monat? 347 Euro, glaube ich. Ja, und das teilst du dir so ein, dass du zumindest davon dein Essen kaufen kannst? Ja, auf jeden Fall. Ja, bettelst du auch, schnorrst du auf der Straße? Normalerweise nicht. So gegen Ende des Monats, wenn es knapp wird, gehe ich schon mit gelegentlich schnorren, aber normalerweise passt es so. Das heißt, das, was du isst, kaufst du dir alles alleine? Oder gibt es auch schon mal, dass dir irgendeine Metzger dir was schenkt oder ein Bäcker ein Brötchen in die Hand drückt? Ja, weniger. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich so aussehe, wie sich Leute einen Obdachlosen vorstellen. Also eher so, dass mich Freunde vielleicht mal mit versorgen. Ach so, also du... eingeladen werde. Ach so, also du legst schon Wert darauf, dass du äußerlich relativ gepflegt aussiehst. Ja, auf jeden Fall. Wo wäschst du dich und wo wäschst du deine Kleidung? Das ist auch bei Freunden normalerweise. Also ich habe Freunde, bei denen ich mir mein Essen machen kann oder Unterkünfte, wo man sich als Obdachloser sein Essen machen kann. Das läuft eigentlich ganz gut. Ja. Ich kann dort auch duschen und meine Sachen waschen. Aber das ist dann ja schon ein großes Glück, dass du so Freunde hast, die dir das ermöglichen. Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte es mir auch schwer ohne vorstellen. Ja. Gibt es denn dennoch manchmal Nächte, wo du wirklich nicht weißt, wohin und vielleicht frierend irgendwo in einem Hauseingang sitzt? Ja, schon. Also es ist oft so, dass ich dann irgendwie... in einer Fastfood-Kette sitze und versuche da irgendwie eine Zeit lang zu sitzen. Mhm. Also es kommt leider öfter vor, dass man da halt rausgeschmissen wird. Ja.
Bist du denn in dieser obdachlosen Szene, in der du dich ja bewegst, eher ein Einzelgänger oder hast du auch Kontakt mit anderen schon aufgenommen? Geht, also ich habe weniger Kontakt zu anderen Leuten. Also es hält sich in Grenzen. Es ist auch sehr schwierig, da reinzukommen, wenn man irgendwie neu auf der Straße lebt. Mhm. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass man da nicht vielleicht noch mehr reingezogen wird. Oder? Ja, an sich schon, aber man merkt halt auch schon, was für ein Zusammenhalt da ist. Also es ist an sich das, was ich dann halt mit meinen Freunden habe. Dass die Leute halt sich wirklich umeinander kümmern, auch wenn jemand irgendwie eine eigene Wohnung bekommt, dass er die anderen dann weiterhin unterstützt. Verstehe. Wir haben das gerade von Thomas gehört, Stichwort Alkohol. Ist das ein Problem bei dir? Alkohol weniger, also. Oder Drogen? Es kommt drauf an, was man als Problem sieht. Also bei mir ist es so, dass ich gelegentlich Cannabis rauche, aber das ist meistens 2-3 Mal im Monat und damit hat sich. Also du würdest sagen, das hält sich noch in Grenzen? Ja. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, du bist obdachlos, lebst auf der Straße und wir telefonieren miteinander. Bist du im Moment bei einem Freund oder wie hast du uns überhaupt heute gehört oder gesehen? Ich bin im Moment bei meinem Freund, also in diesem. Ach so. Halt bei dem Pen. Ja. Und rufst dann auch über dessen Telefon an oder hast du selbst dir irgendwie ein Handy organisiert? Ja, ich habe mein Handy selbst. Du hast eins und das kriegst du auch irgendwie so geregelt. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Patrick, du sprichst wirklich wie jemand, der relativ oder ziemlich pfiffig ist, so von der Sprache, von deiner Ausdrucksweise. Wie stellst du dir dein eigenes Leben vor? Wie soll das weitergehen? Das wird ja, hast du da konkrete Vorstellungen, was du demnächst machen willst und wirst? Ja, für mich ist der nächste Schritt auf jeden Fall über irgendeinen Weg wieder in eine Wohnung zu kommen, in eine eigene Wohnung. Mhm. Und dann meine Schule fortzusetzen, Ausbildung und alles. Wie weit warst du in der Schule? Ich stand kurz vorm Realschulabschluss. Realschulabschluss? Ja. Das heißt, du müsstest dann wieder einsteigen, um diesen Abschluss dann auch zu machen? Ja, genau. Was natürlich irre wichtig ist, muss ich dir gar nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ist denn konkret geplant, dass du diese nächsten Ziele dann erreichst? Konkret ist es so, dass ich jetzt erstmal einige Therapeutengespräche vor mir habe. Mhm. Weil das Jugendamt, mit dem ich mich unterhalten habe, die Frau vom Jugendamt meint, dass sie mich persönlich nicht einschätzen kann, wie es mir geht. Mhm. Und ob die es tragen könnten, dass sie mir eine eigene Wohnung finanzieren. Ach so, ich verstehe. Wenn der Betreuer vorbeikommt. Ich verstehe. Das heißt, da gab es schon Kontakt mit dem Jugendamt, da sind Leute auf dich aufmerksam geworden und man will das jetzt ein bisschen austesten. Ja, also weniger, dass sie auf mich aufmerksam geworden sind. Also es ist, ich würde sagen, man kriegt nichts geschenkt. Also ja, aber man muss immer selbst gucken. Ja, aber da liegt jetzt schon so eine Chance drin, dass da wieder ein Schritt nach oben gemacht werden könnte. Ja, also ich sehe da schon Potenzial drin, aber ja. Ich weiß nicht genau, wie es dann im Endeffekt enden wird. Du hast so ein wenig Trauriges in deiner Stimme. Führe ich das zurück auf die jetzige Situation oder bist du generell eher ein trauriger Mensch? Ich bin eigentlich eher generell traurig. Also ich war vor dem Heim auch eine Zeit lang in der Psychiatrie wegen Depressionen. Mhm. Und ja, hatte 3 Selbstmordversuche in meinem Leben. Und Wo sind deine Eltern? Meine Eltern leben in Marburg. Mit denen du keinen Kontakt hast? Gelegentlich, also es ist halt so, dass Post noch zu meinen Eltern kommt, auch wichtige Sachen und da werde ich dann von meinen Eltern halt schon informiert. Aber die Eltern wären nicht eine Anlaufstelle, die dir wirklich helfen kann? Nein, auf keinen Fall, also es war auch
für mich sehr wichtig, bei meinen Eltern rauszukommen, weil es da in der Vergangenheit sehr schwierige Sachen gab. In welchem Alter bist du von deinen Eltern weggekommen? Mit 17 erst. Ach, erst mit 17. Ja. Auf eigenen Wunsch? Ja, auf eigenen Wunsch. Was war denn da so schlimm bei den Eltern? Es gab verschiedene Sachen. Also es war eine Zeit lang so, dass ich einfach kein Vertrauen mehr zu meinen Eltern aufbauen konnte und das war irgendwie so, dass ich mich immer als der Buhmann gefühlt habe und es war Schwierigkeiten gehabt wegen meiner Krankheit. Ist wahrscheinlich auch jetzt sehr schwierig, das jetzt hier alles so in der Kürze der Zeit zu erklären. Ja, das ist ein sehr umfassendes Thema. Das glaube ich. Wenn so gravierende Schritte gefolgt sind, ist das sicher sehr umfassend. Hast du auch Geschwister noch? Ich habe drei Geschwister. Und mit denen hast du auch keinen Kontakt? Ja, hauptsächlich mit meiner kleinen Schwester, also da liegt mir sehr viel dran. Wie alt ist denn die kleine Schwester? Die ist jetzt 16 Jahre alt. Mhm. Telefoniert ihr manchmal? Ja, wir telefonieren und wir sehen uns, wenn möglich, einmal die Woche. Ah ja, ja. Also das gibt dir schon ein bisschen Halt und ist für dich eine sehr schöne Sache, dass ihr Kontakt miteinander habt. Ja, auf jeden Fall. Also es war immer so, dass ich versucht habe, mich bestmöglich um meine kleine Schwester zu kümmern. Die anderen Geschwister, sind die älter? Viel älter? Ich habe noch eine größere Schwester, die studiert mittlerweile. Und einen kleineren Bruder. Patrick, wenn alles klappen sollte, was ich dir von Herzen wünsche, was ist dein Lebenstraum? Was möchtest du sein? Wo möchtest du oder wie möchtest du leben? Beruflich zum Beispiel auch, aber auch so. Ich weiß nicht genau. Also ich bin kein Mensch, der sagt, ich möchte einen Beruf haben, in dem ich viel verdiene. Mein Traumjob war eigentlich Erzieher, dass ich was mit Menschen zu tun habe, weil das mir sehr wichtig ist. Ja, ist doch ein guter Job. Die Chancen hast du noch, das zu erreichen. Ja. Und sonst, was hast du sonst für einen Traum vom Leben? Mein Hauptziel ist eigentlich, dass ich einfach durchkomme. Also ich sehe viel größere Sachen, sehe ich als. Ich möchte mir nicht so hohe Ziele setzen, weil ich weiß, dass ich scheiße darauf reagieren würde, wenn ich sie dann nicht erreiche. Ja, aber zuerst mal sagen, ich will durchkommen und vielleicht beruflich so einen Traum vor Augen zu haben, irgendwann so im erzieherischen Bereich zu arbeiten, finde ich gut. Und ich finde, so ein bisschen Ziele muss man schon haben, sonst geht man nicht voran. Aber du hast völlig recht, man darf das auch nicht zu hoch stecken, dann ist man zu enttäuscht, wenn es nicht klappt und dann liegt man wieder auf dem Boden. Ja, genau. Ich finde dich einen sehr netten Typ, Patrick. Und ich glaube, dass du, ich habe es gerade schon gesagt, dass du auch ein sehr kluger Typ bist. Danke. Und das schaffen wirst, wenn jetzt alles stimmig ist und dass du auch das Genüt, also von dir aus auch die Kraft aufbringen wirst dazu. Es wird schwierig, aber ich habe dennoch ein hoffnungsvolles Gefühl. Okay. Wenn du möchtest, kann ich hier gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Würde dich das interessieren? Das wäre okay, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Vielleicht kann er dir das eine oder andere noch raten und dir einen Tipp an die Hand geben. Ja. Der Psychologe heißt Peter. Er wird dich gleich zurückrufen, wenn du aufgelegt hast, okay? Ja, okay. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute, Patrick, von Herzen. Ja, gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht heißt Leben auf der Straße. Gerade haben wir mit Patrick gesprochen, der auf der Straße lebt. Ich möchte gerne mit Betroffenen sprechen oder die mal betroffen waren oder vielleicht auch mit Angehörigen, Freunden oder Partnern. 0800 220 50 50. Hier ist Sandra und Sandra ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Sandra. Weswegen rufst du zu dem Thema an? Ja, und zwar, ich wurde im Jahr 2000 obdachlos, also 99. Ja. Und zwar, ich habe gutes Elternhaus gehabt alles und wurde mir damals alles zu viel. Habe ich eine Ausbildung gemacht und halt 99 angefangen mit Alkohol, Drogen und wurde dann obdachlos. Hast du die Ausbildung abgeschlossen? Ja, die habe ich abgeschlossen. Was für eine Ausbildung war das?
und Hauswirtschafterin. Hauswirtschafterin. Ja. Und wie lange hast du dann noch in deinem Beruf gearbeitet, bis du obdachlos wurdest? Knapp ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Erzähl doch mal so diese Phasen, die dahin geführt haben. Ja, das kam so. Es waren immer mehr Partys am Wochenende und dann kamen die Drogen und das wurde immer mehr. Welche Drogen hast du genommen? Ja, am Anfang war es erst Gras und dann wurde es Ecstasy, dann war es Koks und ja, dann hat der Job nicht gereicht und ich bin nicht mehr zur Arbeit gegangen, konnte mir die Wohnung nicht mehr leisten und dann fingen halt die Einbrüche an und die Diebstähle. Ach so, du bist richtig kriminell geworden. Ja, leider. Einbrüche, Diebstähle. Ja. Wie lange hast du so gelebt? Also 3 Jahre lang. Drei Jahre lang? Bist du mal gefasst und belangt worden wegen der Einbrüche und Diebstähle? Ja, ich saß deswegen in Untersuchungshaft und war halt davor obdachlos und habe halt auf der Straße gelebt, Alkohol, Drogen und da kam halt der Haftbefehl raus und naja, da wusste ich halt nicht weiter und bin nach Spanien abgehauen, nach Valencia damals. Hab da 3-4 Monate auf der Straße gelebt. Wie bist du da hingekommen ohne Kohle? Mit LKW, also getrennt, ne? Getrennt, ja. Also ich hatte 600 D-Mark damals bei mir. Ich bin halt getrennt und so. Naja, und... Hast du dich prostituiert auch, um Kohle zu bekommen? Nein, das habe ich nicht. Das hast du nicht, ja. Nein, es gibt halt viele Deutsche, die nach Spanien abhauen, ne? Und auf der Straße leben. Und ich wurde halt damals krank, habe eine Blinddarmerkrankung. Ja, ohne Versichertenkarte musste ich zur deutschen Botschaft und ja, so wurde ich halt ausgeliefert praktisch. Ne? Nach Deutschland wieder zurück? Ja. Und bist dann hier ärztlich versorgt worden? Ja, dann kam halt die Untersuchungshaft und durfte ich halt nach 2 Monaten wieder raus. Naja, und dann musste ich halt nicht wohin, zu meinem Ex-Freund zurück und Alkohol, Drogen. Ja, und dann kam halt die Straße, also ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ja. Dann bin ich halt nach Bielefeld gegangen damals, ne, in die Großstadt. Und ja. Halt obdachlos. Naja, also ich habe es richtig verstanden. Anfangs obdachlos, dann die Strafe und danach wieder obdachlos. Ja, wieder. Obwohl ich halt einen festen Wohnsitz angegeben habe, den von meiner Mutter. Aber ich bin dann halt nach Bielefeld abgehauen. In dieser, ich sag mal, in der zweiten Etappe der Obdachlosigkeit wieder Drogen und kriminelle Sachen gemacht? Ja. Wieder. Und wieder gefasst worden? Nein. Also ich hatte dann das Glück... Ich bin in ein betreutes Wohnen gekommen. Und die helfen halt junge Leute, die kriminell wohnen, obdachlos sind. Du wirst da aufgenommen. Wie alt warst du da, als du da aufgenommen wurdest? Das war im Jahr 2002. Da warst du? Vor 6 Jahren, da war ich 25. 25. Also 25. Und da wird man auch mit einem solchen Alter, hohen Alter, dann noch in so ein betreutes Wohnen aufgenommen. Ja, also mein Vorstrafen damals halt, ne? War dieses betreute Wohnen für dich dann der erste Schritt zur Hilfe und auch zur Selbsthilfe? Ja, das war es auf jeden Fall. Ich habe eine Drogentherapie gemacht alles und Alkoholtherapie. Ich habe dann halt 3-4 Jahre in dieser betreuten Wohngruppe gelebt, wurde aber zwischenzeitlich Ende 2002 rausgeworfen, war wieder obdachlos von der Heimleitung. Und ich war halt so betrunken und der Heimleiter hat mich rausgeschmissen. Und naja, da war ich wieder 6 Wochen obdachlos im Winter. Hab auch einen Selbstmordversuch hinter mir und... Das ist aber eine Achterbahn, die du da erzählst. Ja, aber... Und nach diesen 6 Wochen hat man dich dann wieder aufgenommen oder was ist dann geschehen? Ja, die mussten mich wieder aufnehmen, weil das halt eine Bewährungsauflage war vom Gericht. Ja. Und wäre ich halt in den Knast gewandert. Ja. Naja, und das ist halt hier das Otto Riedmüller aus Bielefeld. Ja. Ne? Naja, und der Heimleiter sagte, der Herr Döge, der mich halt damals auch rausgeschmissen hat, sehr brutal, also ich habe auch Borderline. Ja. Ich habe auf... Weißt du, wenn du hast jetzt den Namen des Mannes genannt. Der Mann kann sich jetzt nicht verteidigen. Deswegen würde ich bitten, das nicht zu vertiefen, weil er hat vielleicht eine ganz andere Ansicht, eine ganz andere Sicht der Dinge. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir damals halt die Arme aufgeritzt und er hat mich brutal rausgeschmissen mit in der Nacht mit blutigen Armen und so. Und ich bin halt auf die Straße gerannt und vorm Auto, die mich halt ins Krankenhaus gebracht. Okay, aber dann wurdest du wieder aufgenommen in dieses Haus? Ja. Von dem, später. Ja, das heißt, also dieser besagte Mann hat dich dann auch wieder aufgenommen und dann auch das Beste versucht, aus allem zu machen. Kann man sagen, dass dieses Haus letztendlich dir dann wieder richtig auf die Beine geholfen hat?
Ja, hat es. Also die Betreuung ging bis Ende Dezember dieses Jahres und ab 1.1. habe ich die Wohnung übernommen. Ich wohne 3 Jahre hier. Mhm. Ist ein betreutes Wohnen. Ja. Und das hat sehr geholfen. Ja. Also dann auch nochmal, doch, wenn auch Kritik von deiner Seite, aber auch ein Dank an diesen Leiter, dass er dir so dann doch geholfen hat. Jetzt bist du 31 Jahre, jetzt sind einige Jahre vergangen. Wie lebst du heute? Also heute, ich bin noch auf Jobsuche und ich nehme keine Drogen mehr. Mhm. Ja, Alkohol noch bedingt, am Wochenende, ne? Wobei das natürlich immer die Gefahr birgt, bedingt ist immer so eine Sache, ne? Das ja. Kann man natürlich schnell wieder abrutschen. Ja, stimmt, aber... Siehst du dich gefährdet manchmal? Im Moment nicht, weil ich noch die Bewährung habe bis 2009. Mhm. Und da darf ich halt nicht. Wie, ja, das ist klar. Wie wäre es denn einfach auf den Alkohol ganz zu verzichten? Würde ich gerne, aber ist nicht ganz so leicht, so was halt auf der Straße abging und so. Ja gut, aber jetzt bist du ja nicht mehr auf der Straße. Weißt du, Sandra, wenn das die Schwachstelle ist, eventuell, wenn du sagst, ja, am Wochenende schon mal wieder Alkohol, um Himmels Gottes Willen, dann trink am Wochenende Limo. Ja, besser wär's. Man kann auch lustig sein ohne Alkohol, lieber Himmel. Das stimmt. Also du hast ja jetzt auch schon genug hinter dir mitgemacht. Ja, es ist auch noch die Kindheit dabei, aber... So, und das zu riskieren, das, ich meine, du hast es ja jetzt schon sehr weit geschafft, das ist ja auch eine Leistung. Ja, ist es auch, also. Ne, das darfst du auf keinen Fall riskieren wieder. Nein. Das Allerbeste, was passieren kann, ist ja, dass du hast ja auch eine abgeschlossene Lehre und eine Berufsausbildung, dass du vielleicht sogar in deinen Beruf irgendwie reinkommen könntest. Ja, das wäre sehr schön. Das wäre optimal, ne? Ich habe Bewerbungen alles geschrieben und ja. Musste halt auch leider in der Bewerbung meine Vergangenheit reinschreiben, aber es sieht dann aus. Na gut, also Sandra, dann wünsche ich dir wirklich alles Gute und dass du das schaffst, weiter zu gehen und vor allen Dingen lass die Finger vom Alkohol. Ich glaube, das ist das Allerklügste in dem Fall. Das stimmt. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Roy. Roy ist 42. Hallo Roy. Ja, hallo. Hallo Roy, auch zu unserem Thema, Leben auf der Straße. Ganz genau. Ja, fange ich mal ganz kurz von vorne an. Ja. Ich war selbst auch obdachlos. Mhm. Und habe mich direkt daraus gearbeitet und genau in die Hilfe hinein. In die Hilfe hinein? Richtig. Also ich bin in ein ganz normales Obdachlosenheim gekommen. Wie lange warst du denn obdachlos? Alles von allem gut 2 Jahre. 2 Jahre. Und in welche Hilfe hinein hast du dich da? Da wollte ich jetzt gerade drauf raus. Also ich bin erstmal in ein ganz normales Obdachheim hineingekommen. Mhm. Und da habe ich mich schrittweise, sagen wir mal, als Handlanger mit Helfersdiensten hochgedient. Ach so, verstehe. Und das ist dann auch weiter aufgefallen. Mhm. Und auch mit staatlichen Projekten und so weiter konnte ich dann Ausbildungen machen, wie kognitive Gesprächstherapie und Transaktionsanalyse und so weiter. Verstehen wir das alles nicht, aber ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, du hast was gemacht. Ich habe ein paar Ausbildungen in der Richtung gemacht, in Betreuung. Ja. Und... Jedenfalls, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit raus, versuche aber immer noch Leuten zu helfen. Ja. Wie siehst du Obdachlose heutzutage? Ja, also ich sehe sie im Grunde in 2 Gruppen. Mhm. Die einen können wirklich nichts dafür. Mhm. Aber es gibt auch sehr viele, die haben eine wirklich unverschämte, Wunschvorstellung, was sie an Hilfe möchten. Ach so. Man kann ihnen wirklich einen Plan in die Hand geben. Ja. Und wenn man sie nicht wie ein Kind in der Hand hinführt, machen sie gar nichts. Und selbst dann fallen ihnen im Grunde Gründe ein, die Hilfe zu blocken. Also im Klartext, ein Teil der Obdachlosen kritisierst du, weil sie so eine Nehmerhaltung haben. Die wollen alles hingelegt bekommen. Richtig, ganz genau. Und deine These ist, so wie du es selbst auch gemacht hast, man muss Eigeninitiative zeigen und halt auch von sich aus aktiv werden einfach. Viele haben einfach noch nicht den Tiefpunkt erreicht, denke ich, ist das Problem. Mhm. Meinst Leider du, werden die nicht vorher abgefangen. Mhm. Das ist vielleicht auch ein anderes Problem, ne? Ja. Meinst du, das funktioniert immer so, wenn man wirklich so einen Tiefpunkt erreicht hat, dass man dann wach wird? Oder gibt es auch traurige Entwicklungen, dass jemand... Auch wieder, es sind 2 Gruppen spalten, ne? Hm. Die einen, die kriegen dann wirklich den Arsch hoch und sagen, das will ich einfach nicht mehr, und die anderen gehen kaputt. Die sterben dann. Hm. Richtig, mehr oder weniger noch. Ich meine, man sieht ja genug Alte, die wirklich, da kann sich nichts mehr ändern. Was machst du heute beruflich, Roy? Heute bin ich Rentner aus gesundheitlichen Gründen. Ach so. Aber von deiner Seite aus keine Gefährdung, auf keinen Fall, glaube ich nicht, nach deiner, so die Art, wie du die Einstellung formuliert hast, wird das nicht wieder passieren bei dir.
Nein, also das sehe ich also für mehr als unwahrscheinlich an. Ja. Dennoch ist das System eigentlich so gut, dass jeder, der Hilfe haben will und sich noch aktiv drum kümmert, ja, kriegt. Das ist eigentlich schon okay und beruhigend, dass das so ist. Dennoch ist es natürlich für uns alle immer ein sehr trauriger Anblick, wenn man auf der Straße die Menschen sieht. Ja, und klar, man darf das natürlich auch nicht verharmlosen oder jetzt die Leute auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren. Lieber Roy, du hast dein Statement noch gesagt, das war sehr gut. Die Sendung ist vorbei. Ich danke dir und wünsche alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, auch schönen Abend. Dankeschön. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen sind wir mit einer freien und offenen Themennacht da. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.